Auf der orthopädischen Station kümmert sich Frederik Seehauser um eine Patientin, die bei Gartenarbeiten mit ihrem Freund gestürzt ist und mit heftigen Knieschmerzen von der Notaufnahme überwiesen wurde. Das tut weh, ne? Können wir den kurz einfach wegschieben? Das wäre sehr nett. Ich danke Ihnen. Oh Gott, ich halte nicht aus. Ja. Bitte. Kann ich mir vorstellen. Haben Sie in der Notaufnahme unten schon Schmerzmittel bekommen? Ja, das hat sie schon bekommen. Frau Urban wurde mir aus der Notaufnahme übergeben mit einem Verdacht auf eine Patellaluxation. Dies bestätigte auch das Röntgenbild. Frau Urban selber schilderte, dass sie, während sie auf einer Leiter stand, Rosen schneidete und davon stürzte. Durch diesen Sturz ist diese Luxation entstanden. Kurz vor diesem Sturz sei ihr wohl etwas schwindelig gewesen. Was Frau Urban sonst noch für Erkrankungen hatte, das sollte uns später noch vor ein Rätsel stellen. Hier sehen Sie ja ganz schön in diesen Strecker, er ist ein ganz starker Muskel. Sehen Sie, ist hier die Kniescheibe eingearbeitet, ein bisschen eingelagert. Und so wie das gerade bei Ihnen aussieht, ist die aus Ihrem Gleitlager, das ist eine Gleiterin, ist die rausgerutscht. Ja, die hat eigentlich so eine kleine V-Form, in der sie sich perfekt immer reinhört. Und das nennen wir eine traumatische Luxation der Patella. Das heißt, sie steht gerade so. Natürlich, Sie sehen ja auch selber, es blockiert dann. Und das ist eine Schonhaltung, dass Sie in der Beuge sind. Denn diese Patella dient zur Kraftübertragung, dass man den Unterschenkel wieder strecken kann. Ja, und was machen wir jetzt? Ja, und jetzt kommen wir zu dem unangenehmen Teil. Ich weiß, das klingt jetzt immer ziemlich, wir würden ganz gerne, manchmal ist es so, dass bei Patienten die Patella luxiert und danach kommt es sofort wieder zu einer spontanen Reposition. Das heißt, die macht eine Selbstreposition, das rutscht von alleine schnell wieder rein. War jetzt ja in Ihrem Fall nicht der Fall. Ich würde zu meinem Teil würde jetzt versuchen, die Patella wieder zu repositionieren, eine Reposition durchzuführen, zu reponieren. Das ist sehr, sehr schmerzhaft zum einen, aber wir können dadurch meistens eine Operation umgehen, denn ansonsten müssen wir schauen, dass wir es operativ machen müssen. Doch eine Operation will die 33-Jährige nach kurzer Rücksprache mit dem Assistenzarzt und ihrem Freund auf keinen Fall. Nun muss sie die Zähne zusammenbeißen. So, ich würde jetzt erstmal nur anschauen, das tut jetzt noch gar nicht so weh. Oh Mann, Sie brauchen keine Angst. Schauen Sie mal, Ihr Partner ist dabei. Ja. Ganz ruhig mal. Wollen Sie eine Hand haben zum Drücken? Da können Sie ganz laut drücken. Sie können auch von mir aus ein bisschen schreien, wenn sie so laute Schmerzen haben. Oh, das tut ja so schon die ganze Zeit weh. Mal tief einatmen. Frau Urban, dann atmen Sie mal tief mit dem Mund ein. Ah, ja. Oh Gott! Oh. Aber ich ganz ruhig. Schauen wir mal. Linda, hast du die Orthese? Das wäre super nett. Hab ich. Wunderbar. Frau Urban, schauen Sie doch mal. Das war schon alles. Es ist schon vorbei. Was meinst du, M oder L? Ich würde die kleinere, die M, Frau Urban, ist relativ zierlich. Durch die ruckartige Bewegung ist die ausgerenkte Kniescheibe zurück ins Gelenk gerutscht und wird nun noch mit einer sogenannten Orthese stabilisiert. Schauen Sie mal, es war doch alles halb so wild, ne? Ja, das sagen Sie. Nein, aber man muss sagen, also eine Patellaluxation ist eine sehr schmerzhafte Erkrankung. Das Schöne ist aber, wir können sie durch eine einfache Reposition wieder heilen. Nach einer Reposition ist ein bildgebendes Verfahren absolut Pflicht, um zu sehen, ob in diesem Fall die Patella wieder richtig in ihrer Führungsrinne läuft und auch zu gucken, ob es Knorpel- oder Bänderschäden aufgrund dieser Luxation gab. Um dies auszuschließen, wird das Bein der Patientin in der Radiologie geröntgt. Die Ergebnisse zeigen, dass keine weiteren Verletzungen am Knie vorliegen. Doch anscheinend hat die 33-Jährige noch andere Beschwerden. Das Einzige, was man sieht, ist natürlich die Einblutung, die Sie haben im Kniebereich. Das ist dieser Guss. Aber das ist natürlich ganz klar nach so, nach so einer Verletzung. Und was sagtest du jetzt? Sie reagiert sensibel? Ja, ganz stark schmerzempfindlich und natürlich auch sensibel. Ja. Ja, also bei der Diagnostik war es stark, aber können Sie am besten selbst berichten? Ja, also Sie haben Schmerzen im Leistenbereich, also im Inguinalbereich? In der Leiste, oder? Also als Sie mich angefasst haben. Ja. Schwester Linda wies mich darauf hin, dass es wohl zu einem erhöhten Schmerzempfinden der Patienten bei den radiologischen Untersuchungen im Leistenbereich kam. Davon wollte ich mich selber überzeugen. Als ich sie dort untersuchte mit meinen Händen, habe ich bemerkt, dass die Lymphknoten sehr stark geschwollen waren, was für einen erhöhten Entzündungswert bzw. einen Entzündungsherd sprechen würde. Mit der Knieverletzung können diese Symptome nicht zusammenhängen. Die vermutete Entzündung war für den Assistenzarzt bei seiner ersten Untersuchung nicht ersichtlich, könnte aber der Grund für den Sturz der Hobbygärtnerin sein. Also sie hat ganz stark geschwollene Lymphknoten im Leistenbereich. Die sind eigentlich nicht zu erklären damit. Also das sind entzündliche Prozesse, das ist eher ein langwieriger Prozess. Ich würde sie ganz gerne stationär aufnehmen. Alles klar. Wenn wir Vakanzen bei uns auf der Station haben, können wir sie auch gerne hier auf der Orthopädie aufnehmen. Ja.
Wenn was frei ist, kann sie auch gerne auf die innere, auf die internistische. Es geht darum, ich nehme sie jetzt nicht auf wegen der Reposition im Kniegelenk. Ja? Damit können sie theoretisch fast sogar im Rollstuhl nach Hause, ja, oder mit Krücken. Ich nehme sie jetzt auf, weil das mit dem ganzen Schwindel plus ihre Müdigkeit und diese stark geschwollenen Lymphknoten im Leistenbereich, das passt nicht ganz in das Bild auf. Nachdem für mich relativ schnell erkennbar war, dass die Folgeerkrankungen wie die erhöhte Temperatur als auch der geschwollene Lymphknoten einseitig nicht zurückzuführen war auf meine orthopädische Behandlung, habe ich das Feld lieber meiner Kollegin aus der Inneren überlassen. Als nächstes wartet ein älteres Paar auf Frederik Seehauser. Der Ehemann schildert die wiederkehrenden Beinschmerzen seiner Partnerin, während sie selbst ihre Beschwerden eher herunterspielt. Sie haben Schmerzen in den Unterschenkeln. Ja, mein Mann meint was. Er schleppt mich hier hin. Herr Doktor, ich mache mir Sorgen um meine Frau. Wenn wir in der Stadt einkaufen oder bummeln gehen, die bleibt vor jedem zweiten Schaufenster stehen. Ja, das ist doch nichts Ungewöhnliches. Ja, nichts Ungewöhnliches, das sagen Sie. Aber die will dann eventuell auch, ich weiß es nicht, aber vielleicht will sie dann wieder was kaufen. Und so viel Geld habe ich nun mal nicht. Okay. Aber ich mache mir ein bisschen Sorgen, ne? Also, ja, muss doch. Aber nicht. Und wie äußern sich diese Schmerzen im Unterschenkel? Ach, ab und zu halt mal ein bisschen ziehen, aber jetzt überhaupt nicht der Rede wert. Also wir gehen davon nicht aus, wir sagen nicht, dass Sie keine Puste mehr haben, sonst wären Sie ja nicht bei uns hier auf der Orthopädie, sondern es sind wirklich isoliert Schmerzen im Unterschenkelbereich. Ab und zu mal. Okay. Ja, jetzt zieht dann halt mal ein bisschen und dann bleibe ich stehen, dann geht es wieder. Können Sie die Wegstrecke mal benennen? Ach ja. So 50 Meter, 100 Meter sieht mir das nämlich hier schon aus. Ja, so weiter schaffen wir nie. Ne. Herr Schmidt, Sie hatten das ja gerade schon mal gesagt, Sie bleibt an jedem Schaufenster stehen. Ne? Ja. Witzigerweise haben Sie damit schon die Krankheit eigentlich benannt, wie sie auch im Volksmund heißt. Das ist die sogenannte Schaufensterkrankheit. Wir sprechen hier von der PRVK. Also behalten Sie mal lieber diesen witzigen wahren Schaufenster. Also der PRVK ist eine periphere arterielle Verschlusskrankheit. Oh, das hört sich auch nicht gut an. Genau, das hört sich erstmal sehr, sehr schlimm an. Muss man aber erstmal abwägen. Kann man da was gegen tun? Da kann man was gegen tun. Also das heißt nichts anderes, ihr peripheres arterielles, also ihr weit entzweigtes, nicht vom Körperkern, sondern das in die Extremitäten ausstrahlende Gefäßsystem, das hat ein Problem. Dann kommen wir zur VK des Wortes, Verschlusskrankheit. Das heißt, in ihren kleinen Gefäßen lagern sich Plaques ab. Ja? Diese Plaques kommen aber nicht von ungefähr. Mhm. Also, ich unterstelle Ihnen das mal nicht, Sie sehen ja recht fit aus für Ihr Alter. Häufiger wird es bei übergewichtigen Patienten, bei Diabetikern, Rauchern. Rauchen Sie zum Beispiel? Nein, nicht mehr. Wir haben es rauchen aufgehört. Wir haben beide vor ein paar Jahren Hätten Sie mal ein bisschen früher aufgehört. Dann geht es darum, wie ernähren Sie sich denn? Fettarm, fettreiche Kost? Ach, wir gehen schon mal gerne Haxe essen, ne? Ja, da müssen Sie ja halt schon ehrlich zu sich selber sein. Wie sieht es denn bei Sport bei Ihnen beiden aus? Ich meine, Sie machen einen recht adretten und fitten Eindruck, aber Sport in Bewegung? Nicht viel. Eher weniger. Also schauen Sie mal, es beginnt auch am anderen Bein, sieht man auch leicht diese kleinen Blisterchen. Und das Problem ist aber, sollte sich eins dieser Gefäße komplett verschließen oder mehrere sogar gleichzeitig, dann kann es zu einem Absterben oder zu einer Minderdurchblutung der Extremitäten führen. In diesem Fall ist das eher linkes Bein, was stärker betroffen ist. Das Bein kann dann ab. Ja. Sterben. Kann das nicht sterben? Nein. Ja, das ist Problem. Das kann passieren. Zum anderen kann sich eins dieser angesammelten Plaques innerhalb dieser kleinen Gefäßröhre lösen und in viel wichtigere Organismen hängen bleiben. Also Lunge, Herz zum Beispiel. Oder Embolien oder sowas? Genau, sowas ist das. Jetzt machen wir erstmal noch bildgebende Verfahren, um uns mal ein genaues Bild dazu zu verschaffen, ob wir wirklich im Zweierstadium sind. Das ist jetzt eine rein optische Diagnose. Würde ich ganz gern eine MRA anmelden. Bei der MRA, der Magnetresonanzangiographie, können wir ganz genau erkennen, welche Gefäße betroffen sind und wie stark diese Gefäße betroffen sind. Denn hier bekommen die Patienten vor ein Kontrastmittel und dann kann man genau erkennen, wo kommt es zu Engpässen, etwaigen Stenosen oder ganzen Verschlüssen. Die gründliche Untersuchung der Gefäße zeigt, dass die verstopften Venen und Arterien dringend behandelt werden müssen. Hierzu wird das Blut der Patientin durch Medikamente verdünnt. Doch das Ehepaar kann selber auch einiges tun, um die Symptome der 61-Jährigen zu verbessern. Der Assistenzarzt klärt auf. Also, Herr Schmidt, da appelliere ich auch an Sie. Ne? Gibt es ein paar wichtige Sachen. Also, wir hatten ja gesagt, spazieren gehen ist eine wichtige Sache. Das sollten Sie, oder Fahrradfahren hatten Sie Fahrradfahren vorgeschlagen. Wir, ja, das mache ich auch ganz gerne. Das sollte mehr intensiviert werden, damit Sie nicht ein Stadium weiter höher rücken, sondern vielleicht wieder zurückgehen. Entscheidung Nummer 1. Komm ich mit dir einfach. Dann fahre ich was langsamer. Genau.
Hätten Sie mir vorher was gesagt. Die Blutverdünner, die müssen wir einstellen. Das kann sein, dass Sie am Anfang da vielleicht ein bisschen sensibel darauf reagieren, auf die Medikation. Das Rezept, das schreibe ich dann gleich. Die müssen gleich noch mal kurz warten. Das war super nett. Ja. Und ansonsten, es werden dann relativ zeitig, werden auch die Rötungen, die Sie am Bein haben, und die superficialen Irritationen, die ganz kurz unter der Haut sind. Das wird sich zurückbilden, ja. Die Gründe für eine PVK können mannigfaltig sein. Das Rauchen war sicherlich hier kontraproduktiv. Deshalb habe ich Herrn Frau Schmidt, gerade auch an Herrn Schmidt, öfters appelliert, dass sie doch wirklich wieder mehr Sport betreiben sollen. Er kam da auf die Idee des Fahrradfahrens. Zudem sollten sie sich gesünder ernähren und einfach ab und zu mal wieder Strecken zu Fuß gehen, gerade das Treppensteigen. Denn dann sollte sich die PVK wieder zurückbilden und Frau Schmidt eine höhere Durchblutung mit weniger Stenose und Engpässen im Unterschenkelbereich haben. Nachdem die Frau entlassen wurde, bespricht Frederik Seehauser mit der Kollegin von der internistischen Station seinen vorherigen Fall. Und scheinbar geht es der Patientin mit der ausgerenkten Kniescheibe immer schlechter. Entschuldigung, aber sprecht ihr gerade über die Patientin, über die Frau Ober? Ja. Die hat ganz, ganz starke subfibrile Temperaturen von 39,1. Sie ist kalt, schweißig, da geht's. Geh mal ein bisschen nach hinten. Allgemeinzustand ist total schlecht. Ja. Ich sag gerade nochmal, in der Radiologie war aufgefallen, Schmerzen. Genau, Schmerzen. Dann habe ich nur kurz die Lymphknoten ein bisschen abgetastet. Ja. Und waren ganz stark geschwollen. Und jetzt sagt die Linda hier. Ganz starke Schmerzen jetzt. Jetzt auch. Sommerfeld, Frau Urban. Schauen Sie mal. Frau Urban, das ist die internistische Kollegin. Das ist das Konsil, was ich angemeldet habe. Ja. Welcher Fuß ist das denn? Der linke Fuß. Der schmerzt. Ja. Haben Sie sich da auch verletzt oder hast du da mal geschaut? Nee, also wir haben die Orthese rechtzeitig. Dieses Trauma oder die Luxation auf das Grund dieses Leitersturzes. Und links hatte ich mich jetzt noch nicht drum gekümmert, denn sie kam ja über die Notaufnahme. War das aufgefallen? Nee, das ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen. Sagen Sie, was haben Sie denn da am linken Bein? Das ist ja eine Wunde. Sie haben sich da ja verletzt, gell? Sie können es jetzt gar nicht sehen. Bleiben Sie ruhig mal liegen. Das wissen Sie, oder? Ja, also das habe ich gar nicht mehr gemerkt. Das hatten Sie nicht gemerkt? Ich bin vor einer Woche mal im Garten in den Rosendorn getreten, aber ich habe den Dorn aber rausgezogen. Ja. Ah ja, da ist aber anscheinend noch was drin. Das sieht aus, als ob da noch ein Fremdkörper drin ist. Nun ist klar, woher die von Frederik Seehauser bereits vermutete Entzündung stammt. Die Verletzung durch die Dornen hat sich infiziert und zeigt sich inzwischen deutlich an der linken Wade. Und was sich hier ausbildet, dieser rote Streifen, ich weiß nicht, ob Sie den sehen können. Sehen Sie den? Ja, das ist eine Entzündung der dazugehörigen Lymphbahnen, die darauf laufen. Dieser rote Streifen, der sich von der Wunde beinaufwärts bewegt hat, ausgebildet hat, ist ein Zeichen für eine Lymphadenitis. Das heißt, für eine Beteiligung der Lymphbahnen. Der rote Streifen entspricht nicht einer Blutvergiftung, wird allerdings häufig so benannt, obwohl es keine ist. Eine Blutvergiftung bedeutet, dass die Bakterien sich im gesamten Organismus ausgebreitet haben. Damit es jetzt nicht zu einer Blutvergiftung kommt, das wäre dann der gesamte Körper, also eine Sepsis. Deswegen, wenn wir das jetzt antibiotisch behandeln, also Sie kriegen jetzt eine Infusion mit einem Antibiotikum drin, wir versorgen das, wir entfernen auch noch den Rest von diesem Dorn, der da auch noch drin ist. Und wie ist es denn mit Tetanus? Sind Sie geimpft? Wann war da die letzte Impfung? Haben Sie einen Impfpass? Impfausweis? Ja, 10 Jahre bestimmt schon. Dann machen wir das jetzt noch mal neu. Ich gehe zum Arzt, mir geht es ja sonst zum Glück gut. Ja, das machen wir dann jetzt noch mal neu. Wir impfen Sie jetzt noch mal. Der Orthopäde hat den Fall mir übergeben. Wir haben die Patientin dann auf die Innere übernommen, weil es jetzt darum geht, antibiotisch zu behandeln. Also IV-Antibiose zu machen, um die Entzündung zurückzudrängen. Meine Prognose für die junge Frau sieht gut aus. Ich denke, die Antibiose wird ansprechen. Wir behandeln auch lokal, entzündungshemmend. Sie soll möglichst das Bein jetzt wenig belasten, aber die Prognose ist sehr gut. Dank der Antibiotika-Behandlung ist die Entzündung am Fuß schnell zurückgegangen und die Patientin konnte nach 2 Tagen entlassen werden. Zwar musste sie die Beinschiene aufgrund der ausgerenkten Kniescheibe am anderen Bein noch einige Tage tragen, hat seitdem aber keinerlei Beschwerden mehr.